willkommen zur großen TV-Total-Silvester-Gala. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Oh, let me be your teddy bear. Put your arms around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. I don't wanna be a tiger. Tigers plain too rough. Don't wanna be a lion. Liars ain't too kind to love it all. I won't let me be your teddy bear. Put your arms around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Herzlich willkommen! Vielen Dank! Dankeschön! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur TV-Total-Silvester-Gala! Oh, Dankeschön! Ja, nur noch wenige Stunden bis Neujahr, meine Damen und Herren, und die Männer freuen sich schon auf die Knallerei, die Frauen hätten lieber Feuerwerk. Ja. So. So, meine Damen und Herren, aber jetzt mal Schluss mit dem Quatsch. Sie wissen, Eislaufen ist in aller Munde und ich tue mal gerade die Brille weg, das sieht ja albern aus. Überall wird Eis gelaufen, alle laufen um die Wette und deswegen haben Sie natürlich nichts weniger verdient, als dass ich für Sie zum Anfang dieser Show eine Kür laufe. Wie finden Sie das? Ah, natürlich. Und Sie kennen mich als Mr. Romantic, als Mr. Sentimental und ich möchte eine Kür laufen zu meinem Lieblingslied aus meinem Lieblingsmusical. Kann ich mal so einen Spot haben? Nur einen Spot, alles andere liegt weg. Genau. Starlight Express, Starlight Express, wo bist du? Sag es mir. Starlight Express, Starlight Express, la. Nein, aber so eine Scheiße haben Sie natürlich nicht verdient am Silvesterabend. Nein, das war natürlich nicht mein Ernst. So eine sentimentale, ja, Kacke. Sind Sie von mir nicht gewohnt und bekommen Sie auch nicht von mir. Hast du eine bessere Idee, Wolfgang? Was mit Schmackes, weißt du? Aber noch trotzdem noch mal Licht ausmachen. Ich möchte schon ein bisschen theatralisch beginnen, wenn Sie nichts dagegen haben. Nee, hör auf. War natürlich auch nur ein Scherz. Nee, das machen wir nicht. Jetzt mal ernst, oder? Komm, jetzt die Kür, meine Damen und Herren. Mondlicht, schau hinauf in das Mondlicht. La 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 la, Mondlicht, da wo alles begann. Ich sag nur Hello. Ich sag nur, jetzt machen wir es aber richtig, meine Damen und Herren. Denn jetzt, ich war natürlich nicht alleine die Kür, denn jetzt kommt eine junge Frau, die völlig zu Recht zusammen mit Olli P. die große Eislaufshow hier bei ProSieben Stars auf Eis gewonnen hat und jetzt mit mir zusammen hier für Sie auf diesem Eis, übrigens Vanilleeis, ja, sieht aus wie Zitrone, ist aber Vanille. Eine Kür laufen wird, meine Damen und Herren, begrüßen Sie die Siegerin von Stars auf Eis, Kathi Winkler.
Katja Winkler. Ein Traum. Wahnsinn. Katja Winkler, meine Damen und Herren. Kann nicht mehr. Aufhören. Oh Gott sei Dank, meine Damen und Herren, kommen jetzt zwei weitere Eislaufkanonen. Traditionell in unserer Silvestershow zum, was, 20. Mal, glaube ich. Im 20. Jahr mittlerweile bei uns in der Silvestershow zu Gast. Begrüßen Sie bitte meine beiden verehrten Kollegen Bulli und Christoph Maria Herbst. Bulli und Christoph Maria Herbst, meine Damen und Herren. Ich bin froh, dass ihr beide wieder heute zu uns kommt. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ja. Bitte, nehmt Platz. Oh, schön wieder hier zu sein. Mann, es ist mir eine Freude. Ja, komm, Opa. Setz dich. Es ist mir eine Freude, euch hier wiederholt. Ich hab mir das Steißbein geprellt. Es ist mir eine große Freude, dass ihr beide das wieder da seid. Das unfassbare Talent. Also diese Kür war Hammer gerade. Wieso machst du da nicht mehr draus? Du könntest doch ein Star sein. Ja, danke. Mit deinen Anlagen. Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube... Wo ist der Sekt? Der Sekt, selbstverständlich, natürlich. Wir müssen erstmal die Hülle aufmachen. Sekt für alle. Freisekt für alle. Und wer weiß... So. Möchtest du? Ja. So. Kann man das aufschneiden mit dem Freisekt? Du machst auf, ja? Die letzten Male hab's ich ja aufgemacht. Du hast die letzten Male aufgemacht? Ja, Kinder, ich finde, diesmal sollte es der Christoph machen. Ha? Christoph, öffne Christoph, mach mal du doch die Flasche auf. Bitte, Christoph, mach du die Flasche auf. Ich hab Trommelwirbel da. Alle schwul geworden in 2006. So spricht eure Voice-Over immer, ne? Und jetzt die TV-Wochenendtipps, Wochenendtipps. So ein bisschen wie Ulla Schmidt, unsere Gesundheitsministerin. Hallo, Achtung. Ich hau dir auf den Hinterkopf und dann ploppt's raus. Da hau ich dir erstmal eine rein. Bist du wahnsinnig? Wir probieren das mal. Und? Mal, erst muss der Draht ab. Der haut ja privat sehr gerne. Wir haben hier schon viele, viele Miseren erlebt beim Sektaufmachen. So, bist du bereit? Moment. Ja, toll. Schön geworden. Ich wollte dich gehauen. Ja, ich weiß, du hast zu viel. Ja, das passiert mir immer wieder. Ja. Komm, sei nicht so geizig. So. Also ja. Das ist ein weißer Burgunder Präkox. Ja. Verstehen nur die Lateiner. Erstmal ein kleines Gläschen auf den Abend, ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Und auch auf Sie, liebes Publikum, hier und zu Hause, ja, selbstverständlich. Wir trinken stellvertretend für Sie. Ja. So. Ja. Seien Sie froh, dass wir stellvertretend für Sie trinken. Die Kohlensäure ist raus, kann man sagen. Ja, ja, jetzt ist sie im Bauch. Ja. Ja, es freut mich, dass ihr wieder traditionsgemäß hier erschienen seid. Zur die großen Tradition ja so ein bisschen unterwandert ist, weil wer fehlt? Der Rick. Rick, ja. Rick. Was ist mit Rick? Stimmbänder gebrochen. Stimmbänder gebrochen? Gebrochen, kaputt, gerissen. Auf seiner Tour. Hat er eine Tour, eine sehr erfolgreiche Tour und musste leider die letzten Auftritte absagen. Wir sollen schön grüßen. Ja. Beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Ja. Toll. Rick, schöne Grüße von hier. So. Leider. Leider. Ja. Wir haben dieses Jahr wieder ein Mörderprogramm für Sie, meine Damen und Herren. Wir fangen erstmal hier ein bisschen den Abend etwas stimmungsvoll an. Und schauen erstmal. Es geht ja schon gut los. Ach, dieser Duft auch von verbranntem Plastik und so.
Sind das die einzigen Knaller, die wir haben, oder haben wir auch ein bisschen was Stärkeres heute im Also Programm? Der Bulli ist ja auch ein Knaller. Sehr gut. Guck mal, das ist ein Bruchband. Was ist das hier? Nee, wie heißt das denn noch? Ach, das ist eine Luftschlange. Luftschlange. Ja. So. Ja, wie war das Jahr für euch? Ihr hattet beide sehr viel zu tun. Jetzt Ende des Jahres habe ich mir noch einen Pilz geholt. Guck mal. So schnell kann es passieren. So. So. Christoph. Ja, Christoph. Wie man sieht, bist du offenbar im Moment damit beschäftigt, wieder neue Stromberg-Folgen zu drehen. Wie kommst du darauf? Weil du hast diese Stromberg-Glatze, die dir nicht zu eigen ist, weil ich kenne dich ja mit Haaren. Und die Schenkelbürste. Und ich kenne dich ja mit Haaren, was deutlich also nicht so gut aussieht wie so. Ja. Das heißt, es gibt im nächsten Jahr neue Stromberg-Folgen. Ach, die Hallo? Schenkelbürste. Die Schenkelbürste. Was denn? Ja. Ist ja ein Riesenlacher. Ja, der Groschen ist kein Jagdbomber. Ist alles gut. Ja, jetzt. Natürlich. Schön. Das heißt, es gibt auch im nächsten Jahr wieder neue Folgen Stromberg. Ja. Wir sind jetzt immer noch mitten in den Dreharbeiten. Wir drehen noch bis übermorgen, bis 2. Januar. Ja. Und das ist deshalb lustig, weil der 1. ist ja ein Feiertag. Richtig. Ja. Ja. Natürlich. Und ich gieß noch mal nach. Es droht jetzt schon ein feuchtfröhlicher Abend zu werden. Richtig, ja. Die werden scheiße. Natürlich nicht, wenn du nur dir nachgießt. Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Das ist die 13. Staffel, glaube ich. Die 14, um genau zu sein. Ja. Und die schicken sich die Kollegen von ProSieben, glaube ich, an ab dem 12. Februar. Nagelt mich bitte nicht auf den Tag fest. Ich danke dir, Stefan. Bitte. Ausgestrahlt zu werden. Dann kommen 8 neue Folgen. Und wir freuen uns sehr darauf. Wir hoffen, diesmal sind auch Sie dabei. Weil bisher stimmte die Quote ja nur suboptimal. Dankeschön. Schönen Abend noch. Nein, es ist. Es gibt Serien und Sendungen, bei denen sind die Quoten egal, weil es einfach absolut elitäres Material ist. Ja? Ist das bei dir? Genau so. Und bei dir, Bulli? Exakt dasselbe. Genau so. Ja. Also, hier sitzen eigentlich die Quoten-Loser. Achtung! Aber so. Der war aber deutlich höher als die anderen beiden. Das habe ich aus der Luft gefangen. Wer bist du denn? Ja, komm mal doch mal zu mir. Kommen wir mal zu dir. Ja, du hast auch viel Moment, Arbeit. Ich war noch gar nicht fertig. Nein. Also es ist ja nicht nur Stromberg, was ich mache. Ich mache ja viele Sachen. Ich bin ja ein Tausendsasser. Ich bin ab morgen, wo du gerade fragst. Ab dem 1. Januar. Ab dem 1. Ja. Januar. auf großer Deutschland-Lesetour, falls es irgendwann mal interessiert. Einem Tag, am 1. Januar? Meine Damen und Herren. Am 1. Januar geht's los in meiner Heimatstadt. Eine Vorlesung? Das ist natürlich. Ja, bei Feiertag. Ja. Aber mit dem Kopf, mit dem du heute Abend hier rausgehst, leider, kannst du doch morgen kein Buch vorlesen. Nein, es gibt so Leihköpfe. Richtig. Im Kopfverleih. Richtig. Und dann hole ich mir noch so einen schönen Pilz vom Bulli und dann geht das los. Ja. Nein, ich werde den ganzen Januar über auf Deutschland-Tour gehen und aus dem Bestseller Vollidiot von Tommy Jaud lesen und werde da komplett Deutschland bereisen. Verstehe. Und ich finde das sehr spannend und freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja. So viel Zeit muss sein. So, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir für Sie die Lieblingsausschnitte dieses Jahres 2006. Bitte schön. Hier sind die Lieblingsausschnitte des Jahres. Vor allem der Sport hat uns viel Schönes beschert, wie die Gesichtsdeformation durch Wladimir Klitschko. Wie sehr sich argentinische Fans bei der WM über ein 0:0 gegen Holland gefreut haben, musste ein deutscher Reporter am eigenen Leib erfahren. Die Argentinier feiern das 0:0 gegen Holland so, als ob sie gewonnen hätten. Und besonders gut aus dem Bereich des Sports hat uns die Vorturnerin beim Telegym gefallen. Sanft den Nacken hinaufschütteln, bis in die Kopfhaut hinein. Vor allem in der anschließenden Atemübung. Ja.
Und wie kalt der letzte Winter war, konnte man sehr gut am Gesicht dieses Kardinals ablesen. Menschen aus ganz Deutschland, ja, auch aus dem Ausland, nehmen teil an der Freude ihres Besuchers. Und wie wunderbar manchmal ein Text zu einem Bild passen kann, zeigte ein Sat.1-Wetterbericht über die Kälte. Minus 12 Grad. Und nur wer unbedingt musste, setzte den Fuß noch vor die Tür. Unser Lieblingstier des Jahres war das Pferd. Wie zum Beispiel der Hengst bei der Reit-WM in Aachen. Jan Top, sehen Sie hier in dieser gelbgestreiften Outfit, im gelbgestreiften blauen Anorak. Wir werden ihn gleich noch mal ein bisschen besser ins Bild finden. Auch die nächste Szene hat uns sehr belustigt, auch wenn das Pferd hier eher eine passive Rolle spielte. Hallo? Ja. Ja, ich weiß, ich komme ja gleich. Ich steck nur einen mit einem Arm in der Stufe. Ich komme gleich. Ne? Ja, und vergessen auch die philosophischen Betrachtungen von zwei Jugendlichen in der Fußgängerzone. Doch ihr virtueller Kaufrausch hatte Folgen. Mehrere tausend Euro Schulden. Das ist ein Scheißgefühl, wenn man kein Geld hat, ist man pleite so. Dann hat man nichts mehr so. Und ich sag mal so, wenn man es hat, hat man es. Wenn nicht, nicht so. Verstehst du, was ich meine? So. Geld und regiert die Geld Welt. Geld regiert die Welt. Genau so sieht es aus, mein Freund. Geld regiert die Welt, Bruder. Ist so. Und die vernichtendste Einschätzung über das eigene Image musste Möchtegern Society Lady Tatjana Gsell hinnehmen. Wie sieht Deutschland Tatjana Gsell? Ja, also, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich recherchiert. Ne? Ich habe mir einfach gedacht, ja, mit wem habe ich es zu tun? Da habe ich den Eindruck gewonnen, ja, von ein bisschen billig. Ne? Mhm. Also so kommen sie in der Öffentlichkeit rüber. Ordinär. Ja. Sie haben ne? Ja. Stimmt, also ich meine, nicht super die Bilder intelligent, nicht wahnsinnig kultiviert. Ein besonderes Highlight des Jahres war die Talentshow Popstars. That's why I'm easy. Und sie ist der Star. Yo, Büschatz, wie geht's euch? Kann ich euch hören? Ein Bündel an Emotionen, Freude. Es war so geil gewesen. Oh mein Gott, es ist einfach zu genial. Wut. Wieso probieren die anderen und du sitzt? Ja, weil es nicht mein Ding ist. Es ist nicht mein Ding, mich zu regeln. Alles klar, dann verpiss dich. Wenn man ist so direkt zu ihm, du bist ehrlich zu ihm und verpiss dich, ey. Ganz slow motion, Junge. Ganz slow. Und ihr Verhältnis zu den anderen Mädels beschreibt sie so. Ich bin jetzt nicht mit einer oberkrass, mit der anderen weniger. Ich bin echt mit jedem krass, weißt du? Und vor allem war sie für die Jüngeren wie eine Mutter. Du, die Melodie hast du drauf und das ist deine Tonlage, Schatz. Okay, danke. Okay, Schatz? Ja. Du machst es, ich weiß das. Danke. Hammer Braut, ey. Muss ich verarschen. Die alle auf der Platte sollen die Fresse halten. Wie man sich auf der Bühne dann professionell bewegt, zeigte uns ein echtes Model. Doch Vorsicht, wenn die Kanne voll ist und die Absätze hoch. Besonders gut hat uns auch Miss Sachsen-Anhalt gefallen. Nicht nur ihr lasziver Blick, sondern vor allem, wie es dann weiterging. Ich möchte Miss Germany werden, weil ich denke, ich kann mein Vaterland ehrenhaft vertreten, weil es ist eine Ehrenaufgabe. Und den Schlusston unserer Lieblingsausschnitte verdanken wir Altkanzler Schröder, der mit einem sehr merkwürdigen Ton eine Pressekonferenz auf Phoenix beendete. Und schaffte auf diese Weise Grundlagen für entsprechende Entscheidungen. Ja, unsere Lieblingsausschnitte des Jahres, meine Damen und Herren. Ja. So. Für jeden Menschen gibt es ja also am Jahr einen wichtigen Moment. Welcher war der wichtigste Moment für dich, Bulli? In diesem Jahr? Ja. Ho! Wie hat's, also, sicherlich war sehr schön, hier, Huibu hatten wir zusammen, ja. Fällt mir gerade ein. Ja, Huibu zusammen. Ja, das war dieses Jahr. Ja, das war sehr schön. Bulli und Rick, die letzte Staffel haben wir gemacht. Ja. War auch aufregend. Und dann bin ich ja seit eineinhalb Jahren an Lissi und der wilde Kaiser dran. Ah, das ist dein neues Projekt. Das ist der neue Film, ja. Der kommt nächstes Jahr in die Kinos. Lissi und der wilde Kaiser. Ja. Also... Eine Hommage an den Heimatfilm und an die österreichische Kaiserin, wenn man so möchte. Ne? Ja. Okay, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Nächstes Jahr im Sommer, glaube ich, oder? Spätsommer, ja. Kommt der Film in die Kinos. So, da sind wir zurück, meine Damen und Herren, bei der
hilf mir, Christoph Maria Herbst bei uns zu Gast. Gleich kommen natürlich noch die Heavytones Kids und Sonja Kraus ist auch noch da und der Elken kommt auch noch und. Wir haben ein Hammerprogramm heute. Wir machen jetzt schon mal die größeren Feuerwerke an hier, ja, damit es ein bisschen... So, mal schauen, was hier passiert. Ah. Und? Oh! Hey. Ah, hier! Das gefällt mir gut. Ja, jetzt wird es eine richtige Silvesterparty. Da kann man nicht reinpusten, das ist für auf den Bitte? Kopf. Ach, er dann pustet da rein, das ist für auf den Kopf. Setz mal auf, das ist Warum kriege ich wieder die dämliche Mütze? Silvesterpartys sind ohne Silvesterhütchen nur halb so lustig. Silvester! Herrlich. Ja. Ja. Prima. Also, die Fußball-Weltmeisterschaft. Oh, das war. Ja, du hast mir das vorhin, ja, das war der glücklichste Moment in meinem Leben. Das Eröffnungsspiel, das haben wir zusammen gesehen, das ist richtig. Ja. Ja. Man muss dazu dass wir vor dem Eröffnungsspiel, aber noch ungefähr von einem Fahrer, der uns zum Eröffnungsspiel bringen wollte, etwa 4 Stunden durch München gekarrt wurden, weil er das Stadion nicht gefunden hat. Er kam nicht aus München. Ja. Das war lustig. Ja, aber war ein netter Typ. Aber wir wurden dann ein bisschen panisch. Wir wurden ein bisschen panisch zum Schluss, weil das Eröffnungsspiel ging los. Wir haben Herbert Grönemeyer verpasst. Ja? Wir haben die Prügel. Nee. Die Prügelei? War keine, ne? Welche Prügelei? Haben wir nicht verpasst, ne? Gab doch gar keine Prügelei. Ja, richtig, gab Meine Damen und Herren, wenn Sie an dieser Stelle umschalten, dann tun Sie es zurecht. Bei diesem Privatscheiß interessiert wirklich keinen. Hast du auch ein Länderspiel gesehen? Nein. Nein. Auch nicht am Bildschirm? Nein. Warum denn nicht? Weil ich keinen Fernseher habe. Ich halte davon nichts von. Ist das ich bin konservativ. Ich habe auch kein Internet. Ich brauche das auch alles nicht. Halt das auch für überschätzt ein Stück. Mir reicht diese Tröte. So. Ja, das ist dein Glas. Ich trinke gerade an deinem Glas. Dankeschön. Nimm noch einen, mein Freund. Mit dem Lippenstift. Ja. Das war Bullis. Ganz. ich bin schon leicht. Dingens, ja. So, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht. Das ist ein Schrollinger. Aber ein sehr schlechter. So, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht noch, dieses Jahr war eine große Aktion. Wir haben junge Menschen gesucht im Alter bis zu 14 Jahren, die für eine Woche lang unsere Band, die Heavytones, ersetzen. Das wäre toll, das gefiel mir. Das war eine schöne Idee von den Leuten von CV-Schuss. Das gefiel mir. Und, du bist überhaupt ein Guter. Du lässt dir nicht so auf dir rumhacken. Was da in meiner Branche erzählt wird, du wärst scheiße. Nee, nee. Du bist gut, du bist gut. So, meine Damen und Herren. Aber manchmal bist du auch nicht gut. Wenn Sie jetzt vielleicht. Aber dich will ich. Leute, hört doch mit dem Quatsch auf. Du bist mein allerbester Freund. Und du riechst aus dem Mund. Du bist so schön rasiert heute. Ich bin auch noch an anderen Stellen rasiert. Ich hab mir gestern die Beine gewachsen. So. Ja, empfehle ich dir aber eine Wurzelbehandlung. So, meine Damen. Ich will dich so sehr, Michael. Später. Jetzt trinken wir erstmal auf Chefheirat und verohne euch! Hört doch mal auf mit dem Quatsch jetzt.
Ich hab doch noch eine Sendung zu machen hier. So, meine Damen und Herren, hier ein kleiner Filmbeitrag über die Heavy Tones Kids. Bitteschön. Die Aktion Heavy Tones Kids war für viele im Team das schönste Highlight des Jahres. Schon die unzähligen Einsendungen zeigten, dass es jede Menge musikalische Kinder gibt. Für uns kam dann erstmal eine sehr schwierige Aufgabe, eine richtige Auswahl von Kindern für jedes Instrument einzuladen, damit unsere Zuschauer ganz nach Geschmack die Band zusammenstellen konnten. Und viele der Kleinen überzeugten schon mit ihren tollen Fähigkeiten. Und am Ende der Castingwoche konnte der Chef dann die Juniorband vorstellen. Ja, das sind die Heavy Tones Kids, meine Damen und Herren. Das sieht doch mal aus wie eine Band, oder? Nach nur wenigen Stunden Proben mit den altgedienten Heavy Tones hieß es dann am Montag nach Ostern zum ersten Mal Showtime für die Kids. Und sie begleiteten nicht nur musikalisch ganz bezaubernd die Show, sondern standen sogar tapfer die Befragung des Gastgebers durch. Ist besser ohne Probe so im Keller rumzuhämmern, oder? Nee. Oder ist es auch schön, wenn man nachher merkt, guck mal, da ist ja ein richtiges Lied bei rausgekommen. Ja. Genau so ist es ja. Und für zwei wurde die Aufregung sogar noch schlimmer. Bei ihren Gesangseinlagen. Maximilian mit seiner hammermäßigen AC/DC-Nummer. Und natürlich Jenny mit ihrer unvergleichlichen Version von My Heart Will Go On. Wir waren froh, am Ende der unglaublich tollen Woche ein fulminantes Ende für die Aktion gefunden zu haben. Die Heavy Tones Kids spielten zusammen mit DSDS-Gewinner Tobias Regner seine Nummer 1-Hit. Like vielen Dank an die Heavy Tones Kids. Ja, meine Damen und Herren. Und weil sie das so toll gemacht haben, haben wir sie natürlich noch mal eingeladen zum Ende des Jahres hier in unserer Silvestergala. Begrüßen Sie recht herzlich die Heavy Tones Kids, meine Damen und Herren. Die Leute freuen sich heute noch, dass ihr wiedergekommen seid zu uns. Ja? Ja. Das war ja wahrscheinlich eine aufregende Sache für euch alle. Ne? Ja, jetzt gleich werden wir ja noch mal hier zusammen spielen, wieder mit Tobias Regner zusammen. Habt ihr denn mit euren Schulfreunden euch das noch mal alles angeguckt? Mikro kaputt? Kurzunterbrechung? Ah, an. Das ist an hier. Dann gib mir mal Hallo? Zwei, bitte. Bitte. Das hier? So, meine Damen, so ist das, wenn man mit Amateuren arbeitet. Entschuldigung, das sind Kinder. So. Also ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ist es her, dass ihr bei uns wart. Ja? Und ihr habt wahrscheinlich auch viel Resonanz bekommen von euren Schulkameraden, oder? Habt ihr euch das nochmal angeschaut? Also angeschaut haben wir es uns nicht, aber ich habe halt oft mit meinen Schulkameraden darüber geredet. Und es war auch cool, wenn man dann wieder in die Schule gekommen ist und alle haben einen so... Hast du Autogramme geschrieben? Nein. Nein. Einmal. Einmal? Da hat mir jemand ein Edding gegeben und ich sollte auf seinen Schuh unterschreiben. Auf den Schuh unterschreiben? Ja, auf den Schuh. Wahnsinn. Und hast du umsonst gemacht oder hast du was für genommen? Ja, also ich hab's schon ganz normal. Ja, das hat euch auch bestimmt motiviert, auf euren Instrumenten weiter zu lernen, oder? Ja, ich denke schon.
war ja ein Erlebnis und... Du spielst ja schon super Trompete, muss man wirklich sagen. Ja? Hast du mittlerweile noch eine eigene Band gegründet? Nee, also was heißt ich selber gegründet? Wir haben uns eigentlich zusammengetan, aber das ist ja schon vor den Heavy Tones Kids gewesen. Ja. Also ja, wir machen noch fleißig weiter, würde ich sagen. Ja, in der Maximilian hier, du hast ja so fantastisch gesungen, AC/DC-Song. Ich habe gehört, es ist ein bisschen schwieriger geworden, weil du im Stimmbruch bist jetzt. Ja, also mir. Oh, boah! Wie hörst du dich denn an? Wir spielen nach dementsprechend jetzt andere Lieder auch, also ein bisschen tiefer jetzt. Aber ein bisschen schreien kannst du schon noch? Ja, also Highway to Hell geht noch. Highway to Hell, mach noch mal, bitte. Mach mal bitte. Mach mal bitte. Leben easy. Sehr gut, genau so. So. Jenny, wie sieht's aus? Hier, Adriano, der Schlagzeuger. Zeig mal deine Hand. Was ist denn los? Ach du Liebe. Was hast du denn gemacht? Bin Fahrrad gefahren. Aber vom Fahrradfahren muss man doch nicht die Hand hingeben. Na, da war ein Stein oder ein Huckel, da bin ich rübergefallen, wollte mich abfangen, das ist dann passiert. Ach du lieber Gott, und was ist passiert? Gebrochen? Ja, die drei Finger. Drei Finger gebrochen? Mhm. Ach du lieber Gott, und deswegen kannst du heute nicht mitspielen, ne? Mhm. Ah, aber ich spiele für dich. Ja. Ja, schade, oder? Alle fleißig weitergetrommelt, ja? Mhm. Und Dorothea, hast du auch fleißig weiter geübt? Ja. Du bist ja auch Schlagzeugerin, du kannst ja auch ein bisschen Schlagzeug spielen. Ja. Du machst nicht nur Percussion, sondern auch noch das. Genau. Ja? Hast du viele Fans jetzt in der Schule? Dass die Jungs sagen, und hier wollen wir manchmal ein Eis essen gehen zum Beispiel. Nee, das nicht. Aber in meiner Computergruppe, da darf ich kaum noch am Computer rumfummeln, sondern die aus der 10. Klasse, die sagen nur, oh, bei TV Total, oh, kannst du mir nicht ein Autogramm besorgen? Und ach. Oh, wie cool. Und vom Marcel oder was? Was? Nee, ich bin nicht in seiner Klasse. Ach so, ich muss jetzt Autogramme geben nachher noch? Ja. Ah, verstehe. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Du bist ja auch schon ziemlich weit auf dem Bass, wie ich finde. Ja, ich spiele ungefähr 4,5 Jahre. 4,5 Jahre und du hast eine eigene Band auch, in der du spielst. Ja, 4. 4 Bands? Ja, also ich bin in der Musikschule. Ja. Und da bin ich halt in einer Popband. Haben die auch Namen? Nee, die haben, da haben wir noch keine Namen. Noch keine Namen? Nein. Das ist immer das Lustigste, wenn sich Bands Namen geben. Das weiß ich selber noch, als ich so 12, 13 war, auch noch kein Englisch konnte. Und dann haben wir uns Bandnamen ausgedacht. Tolle Sachen kamen daraus. Einer, ein Bekannter von mir, ein Freund, der mitgespielt hat, der Gitarrist, der hatte Fische. Und zwar Black Mollies. Und so hießen wir dann auch. Plötzlich. Mehr von den Heavy Tones Kids natürlich gleich noch in dieser Sendung. Und wir schauen uns jetzt mal die kleine Matz an mit dem Jahresrückblick. Erster Teil. Bitteschön. 2006. Ein Jahr neigt sich dem Ende. Ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Ein Jahr, das schon bald vergessen wäre, hätten wir nicht unseren Jahresrückblick, der uns die wichtigsten Ereignisse noch einmal in Erinnerung ruft. Die TV-Total-TV-Tipps Allstars präsentieren den großen TV-Total-Jahresrückblick 2006. Da haben wir Frau Rieger. Guten Abend. Herrn Schlier. Ja, schönen guten Abend. Und Ingrid und Klaus. Ja, schönen guten Abend. War das nicht ein schönes Jahr? War es? Teilweise. Ja, teilweise. Denn leider haben wir die Fußball-WM 2006 nicht gewonnen, sondern... Italien. Genau. Gegen? Gegen Schweiz. Die Schweiz. Wie war das denn für Sie? Nach dem Spiel gegen Italien haben wir uns geschworen, wir gehen in keine italienische Eisdiele. Wir waren in der Zeit am Timmendorfer Strand. Mhm. Und wenn ich da an der Eisdiele vorbeiging, da habe ich immer so einen Bogen gemacht. Oh. Also ich war irgendwie so empört über diese Italiener. Und jetzt bist du wieder mit Eis, komm. Aber immerhin sind wir dank dieses Mannes Dritter geworden. Wer hätte das gedacht? Ach, ja, angeblich soll er der gute Trainer sein. Ja. Kriegt Bundesverdienstkreuz und ist noch nicht mal imstande, sich das abzuholen, der eingebildete Affe da. Oh, und wer war denn für Sie der Mann der WM, Frau Rieger? Also, die sagen alle Ballack, aber ich kann mir da irgendwie gar nicht... Ballack ist also nicht so mein Fall. Nee? Nee. Ja, auf jeden Fall Lehmann. Aha. Brasilien hat auch ganz, ganz tolle, schöne Männer. Schöne Männer? Aha. Auf welchem Kontinent liegt denn Brasilien? Brasilien ist kein Kontinent. Sondern? Ein Land.
Aber auf welchem Kontinent liegt Brasilien denn? Das liegt auf überhaupt keinem Kontinent. Nee? Nee. Dann war das wohl eine Fangfrage. Ja, eben. Okay. Ein weiteres sportliches Highlight 2006 war Schumis Abschied aus der Formel 1. Was sagen Sie dazu, Frau Rieger? Ja, Schumi, du hast uns wirklich viele, viele lange Jahre hast du uns wirklich sehenswertes Rennfahren. Ja. Hallo? Kss, kss, kss. Aufwachen. Gezeigt. Und zwar immer wieder interessant und schön. Aber es ist gut, dass du aufgehört hast, weil es wurde auch langsam langweilig. Aha, was sagen Sie dazu? Der Schumi hat aufgehört. Na ja, 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 andere warum müssen so auch mal was. Warum soll, der, bringen, warum soll der nicht aufhören? Ja, ich meine, der hat ja genug Geld verdient und so weiter. Er muss es ja auch mal ausgeben. Er lebt ja nicht von Hartz IV, das müssen wir ja auch sagen. Du auch nicht. Ja, musst du das alles erzählen? Meine Güte. Ja, ich muss dich irgendwie genug provozieren, damit du. Ich habe ja auch genug gearbeitet. Ich habe 39 Jahre bei den Ford-Werken Autos gebaut. Das heißt nicht mit ein kleines Rädchen in den Betrieb. So. Du laberst zu viel. So viel zu Schumi. Ausschluss und vorbei war es in diesem Jahr auch mit der Ehe von Paul McCartney und Heather Mills. Ja, ja. Tut mir richtig leid um den Paul. Um Paul? Netter Bursche. Und fällt da auf so eine rein da, die früher Modell war, sagt man ja heute, der feine Ausdruck. Ja. Statt Lebedame sagt man ja heute Modell, ne? Ah, Lebedame, verstehe. Was sagen Sie zu Paul McCartney? Ja, ich weiß nicht. Ich habe heute irgendwo gestern in Illustrierten gelesen, er hat sie Hure beschimpft und geschlagen. Also das geht zu weit. Aber ansonsten finde ich ihr Verhalten nicht ganz normal. Wie weit darf man gehen? Wie weit darf er gehen? Na, mit schlagen darf er doch nicht, ne? Das ist ein bisschen zu weit. Aber Hure sagen kann man mal, ne? Wenn sie eine ist, ja. Aber wenn sie keine ist, nein. Aber nicht in die Öffentlichkeit. Okay. So, Frau Rieger, wofür ist der Paul McCartney denn überhaupt bekannt? Für seine Musik. Genau. Und wissen Sie auch, in welcher Band der gesungen hat? Nee, der singt solo. Der war nie bei einer Band? Früher war der vielleicht mal bei einer Band, aber das weiß ich nicht. Na klar, der war doch bei der ersten Boyband der Welt. Die erste Boyband der Welt? Mhm. Rolling Stones? Nein. Da war er mit Sicherheit nicht bei. Oder Beatles? Genau, Paul McCartney war bei den Beatles. Nein, der war nicht bei den Beatles. Gut, dann nicht. Ein weitaus schöneres Ereignis war im Sommer der Besuch von Papst Benedikt in seinem Heimatland. Denn er ist wo geboren? In Bayern, in Ratzingen. Ratzingen? Ja, ne, in Ratzingen, ja. Und wie heißt der? Ratzinger. Ach, na, das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall, ja. Zufall oder heißt der Ratzinger, weil er aus Ratzingen kommt? Nein, das ist ein Zufall. Jetzt mal im Ernst. Ist doch Quatsch, dass der Ratzinger aus Ratzingen kommt. Nein, das ist definitiv so. Ich bewundere Ihr Selbstbewusstsein. Ich auch. Na, dann lassen Sie uns doch wetten. Wie viel ist es Ihnen wert? Ein Zehner. Ein Zehner. Abgemacht. Okay. Die Wette gilt. Die Wette gilt. So, dann rufen Sie mal die Auskunft an. Willkommen bei der 880. Ja, schönen guten Tag, Rieger. Ich bin gerade in der TV-Show und ich hätte nur eine Frage. Unser Papst Ratzinger, ja? Kommt ja aus Ratzingen, wissen Sie das zufälligerweise? Aus Ratzingen? Ja, in Bayern, Ratzingen. Also da gucke ich gerne mal übers Internet, aber ich glaube, dass der Ort hieß nicht so, wo er herkommt. Augenblick bitte. Dankeschön. Meinen Sie jetzt, wo er geboren ist? Wo er geboren ist, ja. Ist in Marktl geboren, Papst. Also das ist ja Benedikt heißt er ja, ne? Ja, richtig. Und er ist in Marktl in Bayern geboren, das ist ein kleiner Ort in Bayern, Marktl. Oh, ich habe 10 Euro verloren, Dankeschön. Und ich habe 10 Euro gewonnen, Dank. Dankeschön. Und wo es gerade so lustig ist, kommen wir zur Musik. Der Hit des Jahres kam zweifelsohne von den Sportfreunden Stiller. Und jetzt alle. 1 und 2 und 3 und 54, 74, 90 und 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Oh, du singst so falsch. Oh Mann. Och, was singt er falsch? Sing alleine. Entweder ich sing alleine bitte. Oder du singst alleine. Ach, Klaus, bleib hier. Und Ingrid singt alleine. So, bitte.
Stasi. 1 und 2 und 3, 54, 74, 90, 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Oh. Vielen Dank. Und gleich im zweiten Teil geht's um die Affäre von George Bush und Angela Merkel. Außerdem alles zu Lukas Podolski, Dieter Bohlen und dann kommt auch mal der Klaus zu Wort. Bitte? Der nervt mich mit seiner Quatscherei. Aber dafür ist er doch hier. Da kann ich ja gleich nach Hause gehen. Hier geht keiner. Bis gleich. Ja, gleich mehr von unserem Jahresrückblick 2006. Der zweite Teil steht noch aus. So. Christoph, wir sind jetzt ein Team beim Silvester-Quiz hier bei der TV Total Silvester Gala. Aber der Bulli sitzt noch so einsam da. Das heißt, wir brauchen noch einen Kandidaten, einen weiteren Quizkandidaten und jemanden, der durchs Quiz leitet. Und deswegen, meine Damen und Herren, haben wir keine geringeren Gäste hier heute bei uns als Sonja Kraus und Elton. Geht das? Tagchef. Ja. Mensch, Sonja, der Elton sieht ja wieder fantastisch aus. Ja, immer. Aber ihr zwei auch, also ihr drei, mein Gott, so schick. Ein Traum, Sonja. Unglaublich. Nimm Platz, bevor du dir die Knochen brichst. Genau, gleich gibt's Stars und Steiß. So. Ja. Ja, herzlich willkommen zum großen TV. Bei der Probe sahst du ja noch ganz anders aus. Ja, wie denn? Habe ich abgenommen? Ja, du rochst da auch streng. Ja, aber gut. Ja, genau. Ja, entschuldige. Sonja, wenn ich noch kurz etwas einwerfen darf. Ich habe dich, an Weihnachten habe ich dich gesehen bei Stars in der Manege. Okay, da war ich mutig. Ja, erzähl dem Publikum, falls sie es noch nicht gesehen haben, was da passiert ist. Also das war echt das absolut Erste, was ich je gemacht habe. Und zwar habe ich eine kleine Nummer, also nicht was ihr denkt, sondern eine richtige Zirkusnummer, mit Colonel Joe. Das ist der größte Zirkuselefant der Welt. Nein! Riesig, 7 Tonnen, so groß wie er. Ich kann aber auch einen Elefanten nachmachen. Ja, der kann das auch super so, ja. Und was ist damit passiert? Nein, ich bin auf in die Manege geritten und ich saß auf dem Ding drauf und dachte, wow, ich sitze auf einer Doppelgarage, krass. Ja. Und dann rein in die Manege, dann hat der Männchen mit mir gemacht, dann runter vom Elefanten gekrabbelt übers Bein, dann hat er mich am Bein durch die Manege getragen, dann habe ich mich hingelegt, dann hat er sich auf mich gelegt, dann habe ich mich am Stoßzahn festgehalten, dann hat er mich hochgehoben. Hatte denn der Elefant auch so große Ohren? Wie der Elton? Was? Nein, er hatte einen super Rüssel. Nein, aber super. Das war das Tollste, was ich je gemacht habe. Es war wirklich unglaublich. Toll ist übrigens auch unser TV-Total Silvester-Quiz. Elefanten-Special. Ja, Elefanten-Special kommt. Ich mache es ja eigentlich immer jeden Dienstag bei Blamieren oder Kassieren mit Elton zusammen. Aber jetzt machen wir erstmal unser Silvester-Quiz. Danke, Stefan. Bitte. Ja. Was geht's denn, Elton? Es geht um Punkte. Okay. Wir haben drei Spiele für euch vorbereitet. Und zuerst möchte ich gerne mal gucken, ob der Buzzer auch funktioniert. Oh, der geht gut. Der geht auch gut. Okay. Und bevor es richtig losgeht, machen wir nur eine ganz klitzekleine Pause, ungefähr 20 Sekunden. Bis gleich. Nee, Gottes Willen. Das wäre Wahnsinn. So. Das war aber schnell, was? Vielen Dank. Zurück hier zum TV Total Silvester Quiz. Willkommen zu unserem ersten Spiel. Hier nicht flirten. Ihr müsst jetzt hier mal hier. Wir haben uns schon beraten. Ihr wisst doch gar nicht, worum es geht. Doch, ich weiß ganz genau, um was es geht. Ja, und zwar haben wir das Dalli-Klick Personen des Jahres Morph Spiel. Siehst du, ich wusste es doch. Und zwar haben wir zwei prominente Gesichter quasi zusammengeklatscht. Da ist eine neue Person rausgekommen und ihr müsst jetzt erraten, welche Person das ist. Ja? Beziehungsweise welche zwei Personen das sind. Beide Namen. Okay. Ja, wir haben ein kleines Beispiel. Vielleicht guckt ihr einfach mal hier. Ja. Oh! Ah, das ist Eva Herrmann und Ditsche. Olli Dittrich. Nein. Doch. Doch. Nein. Ich weiß nicht, ist das richtig? Können wir mal gucken? Natürlich, an dem Bademantel. Eva. Ja. Ah, das stimmt. Ja, natürlich. Eva Herrmann, ja. Und Ditsche. Nein. Nicht schlecht. Das war ein Test.
Und wir haben, wir machen es noch ein bisschen schwieriger für euch. Wir spielen ja mit, das heißt ja auch Dalli Klick. Ja, richtig. Das heißt, das Bild ist erst verdeckt und wird nach und nach geöffnet. Oh. Und jetzt oh. beginnt das Spiel mit unserer Erst. War es gut? Ja? Ja. Wie ist das mit den Punkten? Also. Ihr dürft buzzern, klar. Ja. Für jede falsche Antwort bekommt der Gegner einen Punkt. Also kräftig buzzern, Sonja. Also, Sonja, du sagst mal nichts. Aber wenn ihr auch falsch habt, könnt ihr ruhig weitermachen. Ihr du seid ja nicht. Ich buzzer. Ja, okay. Oh Gott. Ja. Gut. Hier die erste Person. Oh, ich weiß, eine weiß ich schon. Dann sag doch. Aber nee, doch, weiß ich doch nicht. Eine weiß ich, ich weiß eine. Eine weiß ich, ja. Man braucht die Augen, braucht man. Ja. Eine weiß ich, Die Augen. Eine weiß ich. Ruhe hier. Ja, eine weiß ich. Eine weiß ich, aber die andere. Hä? Ich weiß es! Ich habe aber zuerst gedrückt! Ich weiß es nicht! Und zwar ist es Alexandra Nell, also als Dingeskircheninvalid in Berlin und Jürgen Klinsmann. Hallo! Das stimmt! Wir gucken mal, ob das richtig ist. Aber den Klinsmann konnte man ja gleich an der Spange erkennen. Richtig. Also die Alexandra Nelsen hättet ihr da gar nicht gebraucht. Eigentlich nicht, nee. Und den Klinsmann nur eine Perücke aufsetzen. So, 1-0 für Stefan und Christoph. Hab ich's wieder gemacht. Sehr gut. Und hier jetzt die zweite Person. Wieder konzentrieren, bitte. Hallo. Ja. Okay. Ja, das ist ja einfach. Okay. Einen habe ich. Ja, ich auch. Wir alle, hä? Achtung! Ah, klar! Also einen habe ich, einen habe ich, den anderen sage ich dir sofort. Einen habe ich. Aber mach mal den Mund auf. Wer? Den Mund frei, da. Die Augen sind wichtig. Ja. Immer in die Augen schauen. Ach, was ist das denn? Ruhe! Ich hab's auch! Ja, genau! Ich hab's auch! Aber wir haben zuerst gedrückt. Wir haben gedrückt. Ja. Christoph, ich möchte eine Antwort hören. Ja, selbstverständlich, das weiß ich doch. Hallo. Kein Grund, mich anzurufen. Von Tokyo Hotel. Bill von Tokyo Hotel und Christoph Alp Daumen. Christoph Daumen, richtig? Daumen, ja. Das scheint mir richtig zu sein. Guck mal. Christoph Daumen. Ich steig hier aus. Ja. Warum denn? Wer guckt sich die Kerle schon an? Also ich meine, na. So, okay, komm mal. Ja, die Altherrenrunde, so. Lauter Fußball. Nur weil, weil du nicht geraten hast. Dann wechseln wir die Sparte. Sauer, welche Person? Ja, lass uns bitte weiterspielen. Ja, der Abend ist noch hier, der Abend bitte. Ist noch lang. Bin ich mal gespannt. weiß ich schon, die erste weiß ich. Ja, gut, das ist ja leicht. Die Augen sind wichtig, die Augen. Weiß ich. Die erste Person. Ich sag jetzt mal nichts, um euch auch mal eine Chance zu geben. Elton, bitte. Eine habe ich. Ja, das ist ja nicht so. Was? Hallo. Hast du einen? Lieber Gott. Wer ist das denn? Moment. Ja, eine habe ich. Ja. Ich weiß es auch! Paris Hilton und Günter Grass! Ja, das stimmt! Das stimmt! Im letzten Moment! Hast du aber auch Wer hat denn gedrückt? Ich hab gedrückt, natürlich. Damit steht es 2-1. Ihr kommt langsam ran. Wow! Ja, ich hatte es auch! Ja, ist ja aber gut. Zu spät! So, wir haben noch welche. Es geht weiter, bitteschön. Also ich muss mir, glaube ich, über meine sexuelle Orientierung Sorgen machen. Ich erkenne nur die Frauen. Oh, einen habe ich schon. Die Augen sind wichtig. Ja. Die Augen. Ja, weiß ich. Na gut, einer ist klar. Also ist kein Weißer. Da weiß man nicht. Glaube ich nicht. Elton. Ja, Entschuldigung. Okay, den einen habe ich. Ja.
dich, meine Damen und Herren, ist Ziel und Ronaldo. Sicher? Sicher. Ja, stimmt. Stimmt leider. Ja, stimmt leider, ja. Das ist richtig. Das ist, ich frage nochmal nach, ob du sicher bist. Das ist falsch. Ja, 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 ja. Ja. Ziel und Ronaldinho! Gucken wir mal. Silenio, ja. Sehr schön. Okay. Aber du, ich habe ja, also ich war mir ja nicht ganz sicher. Nee, ich habe ja noch mal nachgefragt. Aber ist egal, wir haben noch einen. Aber ich war bei Asamoah auch schön. Also ja. Wir haben noch einen, da ist noch alles drin. Ne? Ja, Roberto Banco war auch ein bisschen drin. Ah, ich die Augen, einen, die Augen! Aber einen habe ich schon. Einen habe ich. Ja, Alter, das heißt doch schon, wer das ist. Ach, na klar. Weiß ich doch. Nee, das Wichtigste sind die... Ja, ja, ja. Ah, ja, eine hab ich. Ich nicht. Die eine hab ich. Bist du die andere? Ja. Ah. Ja, bitte. Ja. Die Hand hat sich selbstständig gemacht. Also, Christoph, ich brauche einen Namen. Moment. Nein. Bist du das? Na, hallo? Das ist so. Elton. Hallo, ich brauche Namen. Ah! Hallo? Sonja Kraus und Elton. Nein. Sonja Kraus und Elton sind das. Ja, Sonja Kraus ist klar. Und Elton, das ist Elton. Warte mal. Nee, nee, nix war. Ich brauche jetzt eine Antwort. Ja, aber ich auch. Sonst, das war doch schon einer. Sonst muss ich abziehen. Komm, fünf, Sonja Kraus, vier, Moment mal. Drei, Moment. Zwei, eins. Elton ist das. Okay, sag mal. Sonja Kraus ja. Und Elton. Ja. Sonja Kraus und Elton. Gucken wir mal. Die Augen. Ja, ja. Jawohl! Jawohl! Ja! Kindparty! Mist. Elton, ja. Du musst unbedingt Kinder machen. Ja, aber ich kenne doch meine Mitarbeiter. Ich am Kinn mich aber erkenne ich meine Mitarbeiter. Sexy. So, steht 5 zu 1 oh. Für oh. Stefan und Christoph. Es ist aber noch alles drin. Wir haben noch 2 Spiele. Wir machen nur einen kleinen Augenblick Pause. Jo! Am Silvesterabend hier. Das große TV-Total-Silvester-Quiz. Wir haben einen Punktestand im Moment von 5 zu 1 für Stefan und Christoph. Aber wir haben noch 2 Spiele. Da ist noch alles drin. Und ihr müsst jetzt Wörter erkennen. Wir haben Leute auf der Straße einen Begriff gegeben, die müssen den erklären. Und ihr müsst jetzt wiederum erraten, was die Leute erklären. Ihr könnt wieder wild drauf rumbuzzern, aber bei jeder falschen Antwort kriegen die Kollegen dann wieder halt. So viel zum Thema Wild drauf rumbuzzern. Ja? Okay. So, hier der erste Begriff. Was fällt Ihnen zu unserem Begriff ein? Wir können einigermaßen gut leben mit unserer Rente. Ja. So, Familie ist glücklich. Und was sagen Sie? Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Wir können nichts dran ändern, wir kleinen Leute. Das stimmt. Was sagen Sie? Also mir pipi gerade. Aber es betrifft Sie doch auch. Nein, ich wohne in Frankreich, sag ich Ihnen. Ach so. Und was sagen Sie dazu? Für die Gemeinden, für die Politik bestimmt gut, für die Bürger sehr schwierig. Ja. Und man will uns einreden, das sei vorteilhaft. Aha! Ronaldinho! Mehrwertsteuererhöhung. Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuererhöhung. Wir schauen mal, ob das richtig ist. Das sagt auch. Die richtige Antwort ist mit der Mehrwertsteuererhöhung. Ja. Das ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Funkelbulli und Sonja, wir machen sofort weiter mit dem... Ich setze euch gleich auseinander. Ja, oh. Für mich ist auch 6. Stunde, hör mal. So. Ich setze Sie gleich auseinander. So, nächster Begriff. Kennen Sie unseren Begriff? Ja, das ist ein Kinderbuch. Ja? Ja. Sicher? Das ist aus dem Kinderbuch. Nee, was sagen Sie? Na ja, gut. Wenn man kleine Kinder hat oder sie würden ihm begegnen. Hä? Ich meine, ist ja schon dramatisch. Wie würden Sie reagieren, ne? Wenn Sie ihm begegnen? Ich? Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Nee? Wahrscheinlich würde ich ohnmächtig. Ah ja, was wiegt denn unser Begriff so?
5 Zentner. 5 Zentner? Ja. Ja? Oder wissen Sie mehr? Nee, weißt du mehr? Ja, was der ist? Zum Beispiel? Fische. Fische? Ja, klar. Was für welche? Aal vor allen Dingen. Aal? Nicht Lachs? Oh, der Bulli? Ich bin draufgekommen aus Versehen. Sollen wir das sagen hier? Was nee, der ist nämlich kein Aal, was ich gesagt habe. Das war vorher. Das muss ja nicht stimmen, was Sie sagen. Ach so. Moby Dick? Moby Dick? Die Leute sind begeistert. Nein, Moment. Es kann ja richtig sein. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Ach, das war falsch. Aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ihr könnt weiterraten. Ach, jetzt ein Puppe, es geht weiter. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Es sind alles Begriffe, die im Jahre 2006 auch... Ja, aber Moby Dick war doch auch... Ja, das stimmt. Bitte weitergucken. Lachs, Entschuldigung, Lachs natürlich, ja. Was wissen Sie? Ja, das ist ein Tier. Genau. Wo lebt das? Bruno, der Bär. Ihr seid euch alle wohl ziemlich sicher. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Die richtige Antwort war Bruno der Bär. Jawohl! Hab ich völlig vergessen. So. Ihr müsst euch mal ein bisschen ranhalten jetzt. Ja, aber Bruno der Bär, der ist ja... Natürlich ist der Aal, wenn er einen kriegt. Das lese er ja nicht. Der isst auch Chips, wenn er welche kriegt. So, aber es geht weiter. Hier ist der nächste Begriff. Was wissen Sie über unseren Begriff? Ich weiß nur, dass da... Wie früher in der Ostzone war das da. Hä? Ja, das ist ja die wie nennen Sie die Leute? Weiß ich nicht. Wonach klingt's denn? Zwei Typen. Bitte? Nach zwei Typen. Nach zwei? Ja. Nee, ist nur einer. Ach so, ja, ich kenne den nicht. Wo könnte der herkommen? Weiß ich nicht. Echt nicht? Aus Deutschland? Nee. Was meinen Sie? Ach, das ist der, den Sie umgebracht haben, stimmt's? Nee, auch nicht. Was sagen Sie zu dem? Da halte ich gar nichts von. Warum? Wegen seiner Außenpolitik. Die da wäre? Indem er so auf starken Mann macht und er ist ganz schwach. Ach, wie der Raab. Und was sagen Sie? Wissen Sie, wie der Vater hieß? Nee, wie denn? Sagen Sie das mal. Ja, ich weiß es ja nicht. Kim Il Sung. Ach, was? Oder irgendwie. Kennen Sie den? Ja, ich mag Atombombe. Atombombe? Ja. Hier, wie heißt er denn, der Korea hier? Ja, Choreograf, die heißt er. Nee, den meine ich. King Ma. 4, 3, 2, 1. Vorsicht. Kim Yang. Weiter? Jung? Ja, so spricht man das auf Koreanisch aus. Kim Yang. Lass mal Geld hier. Das ist der deutsche Akzent. Das ist der deutsche Akzent. Sag's nochmal. Ja, Jung. Hättest du das bei mir auch durchgehen lassen, Elton? Das heißt auf Deutsch Ente süß-sauer. Richtig. Kick Yang. Komm, Ronald. Nee, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Die Antwort war natürlich falsch. Das natürlich gefiel mir. So. Kim Jong-il. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken mal nach. Ja, klar, super. Die richtige Antwort war natürlich Kim Jong-il. Ja, Kim Jong-il. Ich hab's genau so gesagt. 9-2 für Stefan und Sascha. Ja, vorher mit Sekt abfüllen und dann... Ja. Aber ich glaube, wir machen weiter. Ja, richtig. Vielleicht habt ihr es ja mit diesem Begriff ein bisschen einfacher. Was sagen Sie zu unserem Begriff? Also mein Fall wäre es nicht. Nein? Nein. Ich meine auch nicht. Nee? Absolut nicht. Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Der ganze Typ nicht. Ne, weiß ich nicht. Kann ich jetzt sagen. So wie Sie, so ist mein Typ. Ja? Oh. Das ist aber lieb. Aber Eltern natürlich. Natürlich. Und was wissen Sie? Gar nichts. Gar nichts? Ne. Schon mal gehört? Ja. Wo denn? Geschichte. Ah ja. In welchem Zusammenhang? Hat er nicht was erfunden oder so? Ah ja. Was sagen Sie? Weiß nicht, ich glaube, war Kommunist oder was, ne? Ja. An wen denkt er? Karl Marx. Ach so, was meinen Sie? Lenin. Bitte? Lenin. Blödsinn, was sagen Sie? Ist nicht meine Musikkategorie. Was für Musik? Schön auf dem gelben Wagen oder hoch auf dem gelben Wagen. Hat er gesungen? Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir da noch ein bisschen die falsche Generation. Ich glaube, Sie müssen noch vielleicht 10, 20 Jahre ältere Mitmenschen fragen. Ach so, wie finden Sie denn den gesuchten Begriff? Blöd. Echt? Echt. Okay. Echt.
Was wissen Sie? Das ist ein Österreicher. Österreicher? Ja. Oder aus Oberbayern. Ja, was denn nun? Aus Österreich. Ah ja, das ist der Sänger, ne? Ah ja. Volksmusikstar. Sicher? Ja. Und was sagen Sie? Ein sympathischer Älterer. Hansi Hinterseher. Ist Hansi einer Hinterseher? Der ist ein österreichischer Volksmusikstar. Aber ist doch kein Kommunist. Ja. Ja, wer weiß. Wir gucken mal, ob das richtig ist, Hansi Hinterseher. Völliger Blödsinn. Wie kommen Sie da drauf? Hansi Hinterseher ist leider falsch. Damit Punkt an Juli und Sonja, aber es geht noch weiter. Mit guter Show, der leider abgesägt worden ist, weil er ein gewisses Alter über... Ja, jetzt habe ich ihn. Ja, na? Kommunist Karl Moik. Ja. Kommunist Karl Moik. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Ja, super. Stimmt natürlich. Die richtige Antwort war Karl Moik. Karl Moik ist richtig, jawohl. Damit nochmal einen Punkt für euch. Sehr gut. Was haben wir denn für einen Stand? Ich glaube, 9-4. Christoph, also, halt dich mal ein bisschen zurück. Sehr gerne. Ihr so. Könnt noch rankommen. Ja. Ja, wie viel steht's denn? Wenn wir nicht so 9-4. Ach du liebe Zeit. Und jetzt kommen wir zu unserem Zuschauer-Pantomimen-Spiel. Ah, okay. Ich habe hier ein paar Begriffe, die werde ich gleich hochhalten. Das Publikum muss diesen Begriff pantomimisch darstellen. Das ist immer sehr, sehr lustig. Pantomimisch, nicht vorsagen. Nicht dabei reden. Also bei uns schon, aber bei denen nicht. Wer fängt an? Wir? Ihr fangt an. Okay. 2 Minuten Zeit. Wo dürfen wir uns denn hinstellen? Links von Elton. Ich muss kann ja hier. Okay. Konzentrier dich auf andere Leute als ich, weißt du? Jeder ja, dann konzentriere ich mich auf die Band. Ja. Nein. Komm, du konzentrierst dich hier auf. Und ich. Also, wir konzentrieren uns alle auf. Wir stellen uns mal ein bisschen hier hin. Nein, ihr geht einen Schritt zurück. Dann kannst du die Karten ja lesen. Ach so, wär Wahnsinn. Und so. Ihr könnt auch weiter sagen, wenn ihr nicht drauf kommt. Weiter! Wie, und wer mehr errät, oder wie geht es? Ja, ich habe 2 Minuten Zeit. 2 Minuten Zeit, okay. Dann mach. Gib Gas! So, ich fange an mit dem ersten Begriff. Ball, Fußball, Weltmeisterschaft, Pokal, WM-Pokal, Weltmeisterpokal. Ja. Ja, okay, lass es gelten. Ja, Fußball, Weltmeisterschaft. Ja. Liebe, Homo-Ehe, Schwulen-Ehe, Reiten, Dings. Haus reiten. Weiter! Mann, nicht so, komm, mach schnell. Boxen, Axel Schulz. Axel Schulz verloren. Axel Schulz, K.O. K.O. Axel Schulz, Comeback. Ja. Comeback, ja. Komm, weiter, mach doch mit. Mach doch mit. So, was haben wir jetzt? Was? Schreiben, Tafel, Rechner Schreiben, Rechtschreibreform. Nein. Rechnen. Augentafel, Tafelaugen, Augen, Chinesentafel. Was? Chinesen. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Weiter! Sag doch auch mal was! Ja, du bist ja die ganze Zeit am Reden! Halt, Parfum! Das ist Parfum, der Film! Ja, so, das war einfach. Mann, mach doch, du kriegst doch das gleiche Geld wie ich. Auf die Augen gucken! Nix, kaputt, vorbei. Schluss, Schlussverkauf. Wetter. Regen, zu warm, Dach kommt von der Decke. Ich mach weiter! Mach weiter. So, nächste. Noch 40 Eis. Sekunden. Eis! Ey, ein Start auf Eis! Start auf Eis, ja! So. Eis, wieder Eis! Eislauf, Kunsteislauf, Eiskunstlauf, Eistanz! Eistanz! Hallo, nicht die Frau Eistanz. Da anfassen. Eistanz, Schnelllauf, Schlittschuh, Eis, Dance. Dancing on Eis. Ja. Dancing on Eis. So, ja, weiter. Ja. Noch 10. Hey, hallo. Sonja Kraus. Lachen. 5 Minuten Comedy. Elton. Dicker Elton. Vorbei. Was wär's denn gewesen? Huibu, das Schlossgespenst. Ach so. Hättest du aber wissen können. Hab ich nichts mit dem? Huibu, das Schlossgespenst. Da müssen Sie natürlich auf Sonja zeigen. Da wär's ja auch eingefallen. Ihr stellt euch bitte hierher. Genau, wie viele Punkte haben denn die Herrschaften gemacht? Können wir das... Pass auf, geh ein bisschen rüber. Okay. Also ich habe euch hier beobachtet, ja? Jetzt Gas geben, ja? Auf die Seite oder auch auf die Seite? Wie viel müssen Sie denn? Haben wir irgendwo einen Stand? So, Hund, okay. Ist egal. So, wir fangen an. Okay. Ja, hallo? Machen wir. Frier. Mini-Klicker. Was ist das? Hier, was? Was?
Was ist das? Ja, Skifahren. 2006, Olympiade. Olympiade. Slalom, Ski, Slalom, Ski, Eislalom. Ja, Olympiade hast du mal gern Winterspiele. Winterspiele natürlich. Gewesen. So, weiter. Ja, okay. Mach mal mehr, einmal nicht nur so machen. Ein Herz für Tiere. Herzchen, Herzelein. Was zum Essen? Herzblatt. Was ist das hier? Brillenschlange. Ein Herz zum Essen. Oktoberfestherz. Ein Marzipanherz. Fasching zum Küssen. Weiter! Okay. Was ist das? Armbanduhr. Was ist das? Hier. Tokyo Hotel. Freundschaftsbändchen. Oh. Freundschaftsbändchen? Ja, nee. Wie heißt das? Wahnsinn. Hölle. Wie heißt das? Nur mal für hier die. Wie heißt der Alte? Wie heißt der denn? König von Mallorca. Mach weiter, komm, mach weiter. Was? Hier, weiter, schnell, mach mal hier. Ja. Was ist das? Pokern! Oh. Weiter. Okay. Ruhe hier, Publikum. Okay. Oh. Kopfschmerzen. Was ist das? Das ist sehr gut. Was ist das? Pirates of the Caribbean, oder was ist das hier? Ja. Gut. Hier, weiter, mach mal hier. Ah, zieh die Danzi da! Ein Schwein! Schwein! Stinkeschwein! Rüsselschwein! Gammelfleisch! Ja, sehr gut! Weiter! Sieben Tage, sieben Köpfe! Sieben Zwerge! Weiter! Boxen mit Stefan Raab! Hobbyboxen! Schlag den Raab! Ja, so, die Arme. Sehr gut. Die Arme. So, wie steht's denn jetzt? Ja, 14 zu 11. Stefan hat mit 14 Punkten gewonnen. Ihr habt 11, aber knapp. Gut aufgehört. War knapp. Ist vorbei. Das war's. Hey, ihr wart super. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Zurecht gewonnen. Zurecht gewonnen. Zurecht gewonnen. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Ah, Elton, vielen Dank. Ja. Ja, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es hier direkt weiter, Schlag auf Schlag. Denn Sie wissen, es gab auch wieder Hits des Jahres. Und einer der Hits des Jahres, unser Hit des Jahres eigentlich, war folgender. Erinnern Sie sich noch an das hier? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere dich. Ich vermisse deinen Atem, der mich zart berührt, der mein Herz verführt. Ganz egal, was auch passiert, ich hol dir den Himmel mit Sternenstaub rasiert. Ja, meine Damen und Herren. Das. Ja. Das war natürlich einer der ganz großen Hits des Jahres. Und wir drei, Grub Stefan, ja, lassen uns es heute Abend nicht nehmen, diesen Song noch mal für Sie zu interpretieren. Man kann es kaum besser machen, aber die Latte liegt hoch, das muss man sagen. Ja. Aber wenn die beiden dort feiern, geben wir uns ein wenig Mühe. Bist du krass? Kannst du anfangen? Fang an. Hey. Oh. Hey. Baby, du bist die, von die ich immer geträumt hab. Deine Lippen schmecken wie Eis am hitzigen Sonntag. Hör gut zu, weil ich weiß, dass du die Welt für mich bist. Und wenn du nicht mehr hier bist, dann hätte ich hier nichts. Es war Liebe auf den ersten Blick. Dein Respekt ist für mich so groß und ersetzlich. Wir liefen Hand in Hand am großen Meeresstrand. Ja, du bist die, die ich brauch und begehre. Mein Leben fühle ich mich, als wenn ich nichts wäre. Und wenn du jetzt glaubst, dass alles hieße nichts, dann hast du falsch geglaubt, Baby, ich liebe dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich.
Süße deinem Atem, der mich zart berührt, der mein Herz verführt. Ganz egal, was auch passiert, ich hol dir den Himmel mit Sternenstab lasiert. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Vermiss dich, hey. Ich bin da hier stehen neben dir, du Arschloch. Hörst du Arschloch zu mir gesagt? Wenn du zu mir sagst, vermiss dich. Hey, schaust du mich nicht in dem Ton an? Dann grins mich nicht so. Hey, ich weiß genau, wo dein Haus wohnt, du Herr. Ich mach dich Krankenhaus, du Arsch. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Ja, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich sag Son, ihr sagt Licht. Son, Licht, Son, Licht. Ich sag Son, ihr sagt Licht. Son, Licht. Meine Damen und Herren. Danke, Schalle. Ihr seid krass. Gut, Stefan. Im Haus, danke. So. Ja. Ja. Die Latte lag hoch, aber wir haben es getopft, meine Damen und Herren. Das kann man sagen. Wahnsinn. Da kommt ein richtiger Feuer, Schweif mit raus. Guck mal. Wow, habt ihr das gesehen? Wow, Wahnsinn. So, ja, der Abend neigt sich dem Neujahr zu. Elton, was gibt's? Hast du was fürs neue Jahr geplant? Nein. Nein. Stichwort Gammelfleisch. nö. Man nimmt sich ja immer so ein bisschen was vor. Sonja, hast du dir was vorgenommen? Nö. Nö. Bei mir ist Rauchen ein großes Thema. Ich will wieder anfangen. Was mit dir, sag mal? Ja, konkret. Hallo. Ey, Mann, ey. Was ist bei dir was reingekommen? Ja, konkret weiß ich auch noch gar nicht so. Ich versuche noch schöner zu werden als ich. Oh. Ja, aber wir haben jetzt nicht nach einer Jahrzehntausgabe gefragt. Ja. Also nein, jetzt gibt es was. Wird nicht mehr produziert. Gibt's bei dir was Privates, Elton, was ja im letzten Jahr für dich ein Höhepunkt war? Ja, aber das Höhepunkt geht dich nicht an. Ich hab's ja nur mal probiert. Ja, ich habe ein Gedicht geschrieben zum Beispiel. Ach, ja. Nein. Willst ich habe, glaube ich, seit meiner Schulzeit kein Gedicht mehr geschrieben. Ich habe ja noch, das heißt, ich muss nicht unbedingt vortragen. Für halt, wen denn? Nee, nur mal für. Nein, da freuen Sie mich schon. Ach, bitte, Stefan. Nein, doch. Sie wollen es nicht wirklich hören, Stefan, oder? Das wäre eine ganz tolle Seite. Ah, bitte. Vielleicht traust du dich ja, wenn ich meinen kleinen Vierzeiler zuerst zum Besten bringe. Okay, bitte. Oh, den habe ich für Sonja geschrieben. Ja. Achtung. Ich lausche. Ich kenne keine Beine, die schöner wären als deine. Ich dachte, er sagt meine. Moment. Ich kenne keine Beine, die schöner wären als deine. Drum bereue ich's fast, dass du nur Zweier hast. Gestern gewachsen. Ja, aber jetzt darfst du auch. Du darfst auch singen. Weil ich muss nur eins sagen: Stefan ist nie glücklicher, als wenn er singt. Nein, also du hättest vor 10 Jahren Popstars gegeben. Nein, wenn ich das Gedicht aufsage, dann möchte ich aber ein bisschen noch mal so Licht wie am Anfang haben. Nur so ein Spot. Okay. Ist auch nur ein Vierzeiler. Nee, ein Zweizeiler sogar nur. Ticke, tacke. Ist nur ein Zweizeiler. Aber so ein bisschen Ruhe brauche ich. Kannst du mal so ein bisschen was Melancholisches machen? So ein bisschen. Genau. Ein bisschen Hall auf die Stimme noch. Könnt ihr mir ein bisschen Hall auf die Stimme machen? So ein leichtes Pa. Pa. Eins, zwei, drei. Genau. Ist kurz, ist nur ein Zweizeiler. Nicht, dass ihr... Bitte? Jetzt auch bitte nicht ins Lächerliche ziehen. Moment, jetzt, ja, nein, nein. Bitte jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Nochmal die Musik und den Hall, bitte.
Es ist nur ein Zweizeiler, nicht, dass Sie enttäuscht sind. Den Hall bitte nochmal. Den Hall, den Hall. Ha! Genau. Von allen Menschen, die es gab, war der schönste Stefan Raab. Das hast du ganz alleine ausgedacht. Das hab ich mir ganz alleine aus. Nein, ich wollte eigentlich nur die Zeit füllen und wollte sagen, ich habe ein Gedicht geschrieben, obwohl ich nie ein Gedicht geschrieben habe. Das ist mir das Einzige, was mir eingefallen ist, auf die Schnelle. Ja. Weil es sich so schön reimte. Sollen wir das jetzt mal psychologisch deuten? Nein, gut. Mach das nicht. So, was haben wir jetzt? Ach so, den Jahresrückblick, den zweiten Teil, meine Damen und Herren. Und hier ist er auch schon. Willkommen zum zweiten Teil vom großen TV-Total-Jahresrückblick 2006. Ein unvergesslicher Moment in diesem Jahr war natürlich auch die kurze, aber innige Romanze von George W. Bush und Angela Merkel. Auf dem G8-Gipfel in St. Petersburg konnte der amerikanische Präsident einfach nicht die Finger von seiner deutschen Amtskollegin lassen. Können Sie sich das vorstellen? Um Gottes Willen. Hat er aber gemacht. Ja. Wer hat das gemacht? Der George Bush. Hat die Merkel befummelt? Ja. Da muss der da wohl nötig haben, Jung. Kann sein. Aber das waren ja auch nicht die ersten Staatsoberhäupter, die sich etwas näher gekommen sind. Der Honecker hat den Brezhnev ja sogar geküsst, ne, Frau Rieger? Ja, aber die machen das aus... Geilheit? Nein. Die machen das, weil das bei denen so die Begrüßungsart ist. Wo ist bei denen? Hä? Wo ist bei denen? Wo kommt der Honecker denn her? Aus der DDR, ne? Aus der DDR? Gibt's die noch? Ja, natürlich. Und wie heißt die Hauptstadt der DDR? DDR hat keine Hauptstadt. Nee? DDR ist vielleicht die Hauptstadt, ja. Von? Von Berlin. Hä? Nach Quatsch. Na? Ach. Ich stell mir jetzt hier wieder Fragen, die ihr selber nicht wisst, ne? Ja. Ja. Das ist doch so, ne? Ja, ja. Also schnell weiter. 2006 war auch das Jahr, in dem so viele Menschen wie lange nicht Deutschland den Rücken gekehrt haben und ausgewandert sind. Was sagen Sie dazu? Ja, wenn Sie hier keine Arbeit finden und im Ausland Arbeit finden, finde ich das okay. Ja, und wohin würden Sie denn gerne auswandern, wenn Sie müssten? In der Natur nach Kanada. Natur oder Australien. Natur oder Australien? Ich liebe ja die Natur. Kommst du auch noch hinter. Ah, verstehe. Und was sagen Sie zu den Auswanderern? Das ist traurig. Traurig. Das ist traurig. Ne? Nein, aber ich find's nicht gut, dass die abwandern. Nee. Ja, und wissen Sie, die Intelligenz wandert ab. Was bleibt denn hier noch? Ah, hallo. Wohin wandern denn die Menschen so aus? Australien. Ja, zum Beispiel. Und kennen Sie denn auch die Ureinwohner Australiens? Und zwar sind das diese kleinen Zwerge da, ne? Zwerge? Ja. Was für Zwerge? Pyrenäen, ne? Genau, die leben da. Nee, Sie meinen Pygmäen. Und Paul McCartney war bei den Beatles. Hab ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Ja, eben. So, weiter. Und 2006 war auch das Jahr, in dem mal wieder eine Beziehung von Pop-Titan Dieter Bohlen in die Brüche ging. Diesmal trennte er sich von seiner Estefania, nur kurze Zeit nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Warum verlässt er seine Frau nur immer wieder? Wahrscheinlich, hat er das Gefühl gehabt, die waren nur hinter seinen Knöpfe her. Hinter seiner Kohle? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann macht er noch ein Kind mit ihr? Da macht er schnell, weißt du, so im ersten Suff, verstehst du, die erste Nacht. Heidewitzka, Juppadi und Juppada. Haben Sie nicht vielleicht ein Rezept für eine lange, glückliche Ehe? Ah, viel streiten. Mhm. Man hat ja Aggressionen in sich. Der andere sagt das, dann wird man... Ja, aber das ist ja das Interessante. Was ja, eben, man muss... Nein, ja. Alles... Sonst wäre ja langweilig. Man muss uns über beide, alles reden. Ah, so. Na, mit dir kann man ja gar nicht streiten. Du bist ja... Also ist das nicht furchtbar? Das ja, nervt mich schon wieder. Jetzt, kannst du nicht mal... Hör mal, jetzt... Gut, vom Fernsehen wollen wir uns mit ihm an. Also ich komme nicht zu Wort. Ich stehe gleich auf und gehe nach Hause. Ach, ja, das scheint ja gut zu funktionieren. Hör mal, wie viel kommt. Besonders erfolgreich war das vergangene Jahr für diesen jungen Mann. Lukas Podolski wurde nicht nur zum erfolgreichsten Nachwuchsspieler der WM gewählt, er wechselte auch für über 10 Millionen zum deutschen Rekordmeister 1. FC Köln.
Zu Bayern München. Was wissen Sie darüber, Frau Rieger? Der hat vorher beim FC gespielt. Ja. Super Fußballer. Ja. Und ist jetzt bei Bayern. Ja, wie schon erwähnt. Wo liegt denn Bayern? Bayern liegt doch bei München. Oder liegt das schon mehr jetzt wieder in der Schweiz? In der Schweiz? Moment. Na, überlegen Sie noch mal. Ich schubse dich hier vom Hocker runter, du. Was ist denn hier los? Wenn es so weitergeht. Naja, ich meine, ich habe ja... Hallo. Dich ganz einschränken kannst du mich ja nicht in meiner Freiheit. Hallo, so. Wir sind bei Poldi. Also hier ist Podolski. Das sind, es ist gute Tore. Nein, das ist ein ganz, also ist ein ganz toller Typ. Also ja, ist ja so und ganz nett. Nur was mich stört, also persönlich. Ja. Alle singen sie die Nationalhymne. Kann der Kerl nicht auch die Nationalhymne? Das hat nichts mit Nationalstolz zu tun. Aber jemand muss ihm doch die Nationalhymne beibringen können. Kannst du sie singen? Na? Doch Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns... Darf er wieder nicht singen? Ja, darf er, aber der nervt mich heute. Ach, wieso denn? Ich quatsche. Na, würdest du zu Hause mal so viel quatschen? Da, bist du, da ziehst du mein Gesicht, hier bist du wie aufgedreht. Jetzt geht's aber los. Ja, jetzt geht's aber los. Aber ich habe dir schon das letzte Mal gesagt, plauder nicht immer aus der Stube, aus der... Nicht? Doch. Das ist die Sache, das ist zu Hause. Ich schubse dich hier gleich vom Hocker, du. Oh, krass. Ich bin Kavalier. Dann halt die Klappe. So, Frau Rieger, wo liegt denn Bayern nun? Österreich. Ach, in Österreich. Welche Länder gehören denn noch alle so zu Deutschland? Ja, zähl mal auf. München, Österreich, Schweiz. Ja, ja, danke, danke. Österreich gehört zu Deutschland. Naja. Ich würde sagen, gehört nicht Österreich, ist ein Staat für sich, aber gedanklich würde ich sagen schon. Ne? Ja, viel gehört. Gedanklich. Man kann schon, das beiderseits übertragen. Also ich sehe Österreich auch immer so als Deutschland an. Okay, vielen Dank. Dann sind wir fast fertig. Will noch jemand was loswerden? Soll ich mal singen? Ja. Sag zum Abschied, kennen Sie sich alle. Ja, also klar doch, Logo. Sag zum Abschied, leises Servus, nicht Goodbye und nicht Adieu, diese Worte tun nur weh, doch das kleine... Liebe Bürger und Mitbürger, ich wünsche euch alles Gute und Liebe für das nächste kommende Jahr. Ja, ich wünsche den Zuschauern von TV Total einen guten Rutsch und Prosit Neujahr. Neue Liebelein, darum sag ich zum Abschied leises Servus und gibt's auch kein Wiedersehen. Heute war es doch schön. Doch schönes Lied zum Abschied des alten Jahres. Ne? Super! Danke. Hammer! Danke. Na dann einen guten Rutsch. Und wir auch. Und wir auch. Ein gutes neues Jahr. Ja, toll! Ja, meine Damen und Herren, auch unsere Show neigt sich dem Ende. Oh. Und, ja. Aber nicht bevor der Christoph, der Bulli und ich zusammen und ich? Mit den... Ihr schaut zu, Elton. Ja? Singen ist nichts für dich. nicht bevor wir zusammen mit den Heavytones Kids noch einmal einen großen Hit des Jahres spielen werden. Es handelt sich dabei um den Titel... von Lordi. Sie erinnern sich vielleicht, der Siegertitel des diesjährigen Grand Prix Eurovision de la Chanson. Und Sie wissen ja, die Kollegen sahen furchterregend aus mit diesen furchtbaren Fratzen, mit diesen grausigen... Deshalb singen wir das ja auch. Ja, grausigen, erregenden Masken. Und da wollen wir natürlich auch nichts hinterherstehen. Lass uns mal kurz fertig machen. So. So. Seid ihr soweit? Ja, jetzt hab ich. Wie sieht's aus? Ja. Ihr seid aus? Alles klar? Ja. Okay. So, los geht's! Wir haben schon uns Kids, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Uli, Christoph Maria Herbst, Elton, Tobias Regner, Sonja Kraut und die Heavytones Kids und natürlich die Heavytones auch noch. Ja, das war's.